Ikonische letzte Worte berühmter historischer Führer. Julius Caesar sah bei seinem Attentat Marcus Brutus, einen vertrauenswürdigen Freund. Seine letzten Worte, auch du, Brutus? Alexander der Große erkrankte schwer und antwortete auf die Frage, wem sein Reich gehören sollte, dem Stärksten, was 40 Jahre Krieg unter seinen Generälen auslöste. Augustus, der erste große römische Kaiser, fragte bei seinem Sterben, habe ich die Rolle gut gespielt? Dann applaudieren, wenn ich gehe. Napoleons letzte Worte waren, Frankreich, die Armee, der Heeresführer, Josephine, und zeigten, was ihm wichtig war, sein Land, seine Militärkarriere und seine erste Frau, Josephine.